Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir spielen jetzt einen Charakter, der ein bisschen besser durch Akt 3 kommt und dann wahrscheinlich auch durch Creel und Merciless rushen kann. Und ja, er wird als sehr leichter Charakter angesehen und wir spielen ihn als Templar, nämlich den Grand Slam Ding, Templar. Und machen dann den Lightning Strike weiter, wenn wir mehr Mana haben und bessere Items und so. Aber natürlich werden wir ihn natürlich weitermachen und ja. Okay. Ja, es ist morgen und ich muss leider bald beenden. Dann wird der Part nicht so lange gehen. Aber ich mache dann gleich bald wieder weiter. Und ja. Also er wird sehr viel Spaß machen. Wir werden direkt auf mehr Range gehen und ich habe ein recht gutes Game mit Ding Quality und ja, eventuell werde ich mal noch ein paar Dinge machen, visuelle Effekte einbauen, kaufe mir ein paar Sachen, weil mir Path of Exile so gefällt, aber das noch nicht jetzt. Weil ich finde auch, er sieht besser aus ohne Skin. Den Grand Slam. Ich habe ihn erst auf Level 3, aber bis dann können wir einen anderen nehmen. So, also ich habe wirklich momentan richtig Bock auf Path of Exile. Ich werde schauen, dass ich heute oder morgen den Livestream mal ein bisschen länger, also ja, ohne zu testen machen kann. Weil er läuft eigentlich recht gut. Manchmal ein paar Nachladeruckler, aber ja. Wenigstens in den Kämpfen nicht. So, wir haben Schuhe gefunden. Ja, ich bin erst gerade wach geworden. Bin noch ein bisschen müde, so wenn ich ein bisschen weniger rede. Ja, wir machen ihn auf Zweihandkeule. Das macht Fett Damage. Und wir gehen am Anfang natürlich auf Damage. Und dann vor Akt 3 ein bisschen mehr auf Defensive. Da habe ich viel vor. Und wir haben zwei gute also zwei Handkeulen Unix, die recht viel Damage machen. Und danach noch einen Boom-Effekt haben. Richtig genial. So, ich wollte ihn natürlich schon früher machen. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal angezockt im Let's Play. Aber er gefiel mir halt wegen der Langsamkeit manchmal nicht. Aber ja, er hat eine gute Range und so. Und er wird wahrscheinlich bald auch ein bisschen schneller sein. Kommt drauf an. Ah ja, und weil er halt defensiv war, ich mag irgendwie eher schnellere Charakter und nicht so defensive. Aber wir müssen ihn machen und vielleicht gefällt er euch ja. So. Damage. Diese arme Krabbe. So was von kaputt. So, haben wir jetzt den Boss, genau. Lass mich in Ruhe.
Ja, das Einfrieren bringt gar nichts. So, also schauen wir uns an, was wir ausrüsten können aus der Truhe. Zuerst gehen wir noch hier reden, überspringen. So, und nehmen hier den Molten Strike, den kann ich euch gleich zeigen. Und eine recht coole Rüstung hatte mit Feuerskin. Sie haben viel Damage, zum Beispiel diese Gürtel und so weiter. Hier haben wir den zweiten Ring. Hier haben wir schon mal eine Keule, sehr schön. Den Glacial Hammer, den behalten wir. Hier haben wir Damage. Hier haben wir Life. Und noch gute Schuhe. So. Jetzt brauchen wir Ground Slam. Der ist eben ab Level 8 sogar. Okay. Dann nehmen wir noch den, könnten wir noch nehmen. Bringt nicht so viel, weil wir den nicht so oft einsetzen können, und den bräuchten wir vielleicht bald mal öfters für Bosse. Ja, hier habe ich zum Beispiel so Sacrifice of Dusk bekommen und hier Down. Da kann man wahrscheinlich in die Wahlarenen hineingehen. So, 3. Hier ist Ground Slam, sehr schön. Also dann gehen wir gleich mal los und Ground Slammen ein wenig. Und hier machen wir Molten Strike, genau. Und das ist der Ground Slam. Der hat eben eine recht kurze Reichweite noch. Aber dafür haut er rein wie extrem. Ich wollte hier den Molten Strike. Ja, der schießt so 3 Vulkansplitter, die explodieren. Ist leider nicht so gut geeignet gegen Massen. Man könnte ihn gegen Massen machen, aber dazu verliert man sehr viel Damage, weil die Kugeln schon wenig Damage machen. Das haut rein, ich mag den Skill. Der trifft nicht richtig. Vielleicht ist es wahrscheinlich wieder ein Desik-Problem, dass die Gegner am falschen Ort waren. So. Triff besser, bitte. Ah, tut das gut. Immer one hit. Und so, wenn ich dann sofort abbrechen muss, aber es kommt Besuch und da muss ich dabei sein. Und ja. Dann geht es aber nachher gleich weiter mit dem nächsten Part oder vielleicht auch nicht. Also im gleichen Part. Mal schauen, wie lange die werden.
Ja, ich nehme immer ohne Zeitmessung, also ich schaue nie auf die Länge der Parts, ich nehme einfach auf, aber meistens so 30 bis 40 Minuten. Die wollen mich festnageln. So, wir brauchen Zweihand-Damage. Also eben die größten Gefahren sind mit diesem Bild eigentlich keine großen Gefahren mehr, weil wir sie so schnell töten, dass wir sie schnell besiegen können und sie Damage anrichten können. Und auch aus größerer Entfernung schon. Wir erhöhen natürlich die Range noch durch Gems, durch Support Gems. Und der ist schneller als der Molten Strike beim Angreifen. Sehr schön. So, nochmal so ein Ground Slam. Auch pushen und Molten Strike. Und jetzt gehen wir zum Wasserfall. Da sind wir schnell durch. Ganz schnell. Hallo? Wir haben noch einen nicht. Wir haben doch drei und ein zwei. Ups. Wo ist der dritte? Hier unten irgendwo. Ah, hier ist der Boss. Ja, wenn alles exportiert, ist er auch der größte Boss-Ton. Down. So. Wo haben wir hier den dritten? Hier. Nehmen wir hier noch ein paar Zombies mit, die lachen mich so gut an. Damen dürfen sie sterben. So, und bald wieder Level up. Also Level 8 war es. Ja, haben wir schnell. Und das macht vermehrt 25. 25. Ah, das macht eigentlich nur das Threshold 25. Ah, Duration. Er hat nur die Stun Duration. Also man könnte es dann mit einbauen, kein Problem. Und vielleicht später dann umskillen auf Stab, aber ich glaube nicht, dass Stäbe mehr Schaden machen. Und wegen der Stun Duration wahrscheinlich ist es auch nicht so wichtig. Und vor allem haben wir noch keins Unique von den Stäben. Also müssten wir die eigentlich alle machen mit den Orbs oder finden. Geh weg. So, und wo ist das Teil? Der Waypoint.
Ich suche den Waypoint und habe ihn gefunden. So, also dann machen wir mal kurz Pause. Und dann kommt bald der nächste Part. Hier können wir noch mitnehmen. Nehmen wir Sweep mit. Und tun wir das auf die Mitte. Ja toll, wir haben zu wenig Slots. Oh Gott, oh Gott. Der hat einen Unique, wo ihn Größe macht. Wie heißt das Unique? Ich will es wissen. Boah, ist das fett. Da tut einer sehr viel Euro ausgeben. Für Ding. Für die Flügel und alles Mögliche. Das will ich am Anfang noch nicht machen. So. Hier haben wir noch Handschuhe. Muss ich schauen, welche besser sind. Die sind besser. Haben wir aber wenige Slots. Aber ist egal. Und Trunk. So. Das ist einfach nur AOE. Und Melee. Der bringt schnellere Geschossgeschwindigkeit nicht. Okay, hier haben wir auch noch so ein Teil. Haben wir schon drei. Und ja, also sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis denn.